Sag Grüße, Kochenthusiasten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Na, magst du Geschnetzeltes? Dann zeige ich dir, wie du dieses geil Kalbsgeschnetzeltes all Italiana machen kannst. Ich würde sagen, ich zeige dir, was wir dazu benötigen. Für das Geschnetzelte brauchen wir Kalbfleisch, dann ein bisschen Mehl und Fleischgewürz, um das Ganze zu würzen. Dann ein paar getrocknete Tomaten, ein wenig Zwiebel, dann ein wenig Rosmarin, ein bisschen Kalbsfond und nehmt doch das Olivenöl, in dem ihr die Tomaten drin habt. Das gibt dem Ganzen noch das gewisse Etwas. Und zum Ablöschen anstelle von Weißwein geben wir ein bisschen roten Aceto mit rein. Und danach könnt ihr natürlich die Beilage selbst entscheiden. Wir nehmen jetzt heute Nudeln dazu. Ihr könntet das Ganze auch mit Reis oder whatever machen. Dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange und ich zeige euch, wie man das Ganze macht. So, die Zwiebel schneiden wir einfach in grobe Würfel. Die Abschnitte behalten wir für eine Gemüsebrühe. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Die getrockneten Tomaten schneiden wir in kleine Streifen oder in grobe Stücke, je nachdem, wie sie euch lieber sind. Das ist immer sehr abhängig vom eigenen Geschmack. Ein Teil vom Rosmarin hacken wir auch dazu. Und den Rest geben wir so zum Kochen, damit wir ihn wieder rausfischen können. So, den gebe ich auch zu den Tomaten. Nun, vorbereitet haben wir alles. Dann geht es jetzt an das Fleischwürzen. Für das mische ich immer das Fleischgewürz mit dem Mehl. Nimm einen Löffel oder was auch immer. Vermisch das Ganze, damit ich ein gutes Gewürzmehl habe. Dann würze ich das Ganze direkt so, indem ich das Gewürzmehl an das Fleisch haue, das Ganze sauber untereinander mache. Wenn ich merke, dass ich noch ein wenig zu wenig habe, haue ich noch mehr mit rein. Und dann können wir das hier hinten anbraten. Ich würde sagen, wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir sehen uns auf der hinteren Seite wieder. Bis nachher. So, fürs Erste machen wir mal die Pfanne schön heiß, geben das Olivenöl mit rein. Und damit es nicht verbrennt, gebe ich immer noch ein wenig Rapsöl mit rein, damit es ein bisschen höher erhitzbar ist. Dann machen wir die Pfanne schön heiß, dass sie großflächig schön heiß ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr einfach mal ein Fleischstück mit reinlegen. Wenn es noch ein bisschen kleben bleibt, dann müsst ihr noch ein wenig warten. Besonders bei der Gussi-Eisenpfanne müsst ihr schauen, dass es richtig heiß ist, weil sonst klebt euch das Ganze pickelfest an. So, jetzt braten wir circa auf jeder Seite 2-3 Minuten an, bis wir eine leichte Kruste erreicht haben. Dann nehmen wir das Fleisch raus, hauen die Zwiebeln mit rein, geben noch ein wenig von meinem Knoblauchbooster mit dazu und löschen das Ganze dann mit Aceto und mit dem Kalbfleisch vorab. In der Zwischenzeit koche ich die Nudeln noch nach Packungsangabe. Da müsst ihr einfach schauen, was ihr für Teigwaren erwischt habt, und dann kocht sie einfach nach Packungsangabe, damit sie dann ungefähr gleich mit dem Fleisch fertig sind. So, jetzt drehen wir das Ganze einmal. So, jetzt seht ihr hier schön die Kruste. Dann einfach wieder stehen lassen. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und nehmen es raus. So, jetzt kommen die Zwiebeln mit rein und die Tomaten. Ach, vergesst einfach nicht, die Pfanne ein wenig runterzustellen. Und dann dünsten wir das 1-2 Minuten an. Nicht vergessen, hier ist ja auch schon ein Rosmarin mit dabei, dann können wir den Zweig auch schon mit reingeben. Dann kommt noch ein kleiner Löffel vom Knoblauchbooster mit dazu. Das Video verlinke ich euch oben. So, dann schön andünsten, bis alles schön glasig ist. Dann löschen wir das Ganze ab mit ein wenig Aceto Balsamico Rotem. Und Kalbsfond.
kochen das jetzt ein wenig ein, dass sich der Bratensatz löst. Dann geben wir das Fleisch zurück. Wunderbar. Und füllen das Ganze mit ein wenig Vollrahm auf, damit wir noch ein bisschen Flüssigkeit zum Einreduzieren kriegen. Fülle ich immer das Ganze noch ein wenig aus, machen das Ganze noch mal schön untereinander und dann lassen wir es circa eine halbe Stunde jetzt köcheln. Und 10 Minuten bevor jetzt mein Fleisch gar ist, haue ich dann die Nudeln mit dazu. So, jetzt probieren wir das Ganze noch, ob das Salzgehalt noch stimmt. Sauber. Jetzt würde ich sagen, lassen wir es langsam köcheln für circa eine halbe Stunde und dann sehen wir uns da wieder. So sieht das jetzt circa 40 Minuten später aus. Es ist weich und jetzt probieren wir das Ganze mal zusammen. Traumhaft. Nun stellen wir es auf die Seite und lassen es noch kurz ruhen, bis die Nudeln noch ganz fertig sind und dann richten wir das Ganze schon an. Ich freue mich richtig darauf. So, nun sind wir soweit, um das Ganze anzurichten. So, wenn ihr das riechen könntet, boah, das riecht herrlich. Jetzt geben wir ein wenig Nudeln hier dazu. Dann machen wir einmal das Geschnetzelte noch einmal rundherum. Wer mag, könnte das auch direkt vermischen. Ich finde, das sieht aber meistens nicht so schön aus. Also geben wir es einfach ein wenig oben drüber. Ah, dann noch ein wenig ausgarnieren und ganz einfach heute. Und so sieht das Ganze nun fertig aus. Ein Traum. Ich hoffe, ich konnte euch was Geiles zeigen, was ihr nachkochen könnt. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, haut es doch unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal wieder.